Je schwerer die Zeiten, desto leichter die Unterhaltung. Lieder wie in der Kellergassen, der alte Sünder oder Hallo Dienstmann werden seit Jahrzehnten von den unterschiedlichsten Interpreten und Interpretinnen immer wieder gesungen. Die Texte zu all diesen und vielen, vielen weiteren Liedern schrieb der Wiener Erich Meder, der vor 50 Jahren am 18. September 1966 starb. Morgen erinnert Teddy Podgorski in einem von Fritz Wendel gestalteten Erlebnis Österreich an den Hitfabrikanten. Sünder, der kennt sich aus, der schreit, was Nacht wird, still aus dem Haus. In der Kellergasse sitzt sie ganz verlassen, mit einem Augen los und ich fahr. Den Wurst, mein Lied, den kann keiner das Lot, das kann jedes Kind. Was im Bruder war, so. Je schwerer die Zeiten, desto leichter die Unterhaltung. Nach dieser Faustregel der Zeitgeschichte hat offensichtlich der Wiener Erich Meder 1200 Lieder geschrieben. Fast alle seine Lieder haben ihn überlebt und sind noch immer sehr populär. Und eines ist nach wie vor weltbekannt, auch bei den Jungen. Die englische Version von Jetzt ist es still, gesungen vom isländischen Popstar Björk. Oh, it's so quiet. When you fall in love. Ein Mann und 1000 Lieder, Teddy Podgorski über Erich Meder, Autor legendärer Lieder, morgen Sonntag ab 16:30 Uhr in ORF 2.